willkommen im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Marcel Sabitzer steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und einziger echter Stürmer ist heute Sebastian Haller. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Kurz noch der Blick auf die Formationen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 5-4-1. Im Mittelfeld sind sie da in der Raute angeordnet, ein Defensiver und dann da vorne drin dieser klassische Zehner. Die Partie beginnt, der BVB mit dem Anstoß. Can. Ball bei Malen. Malen. In der Mitte wäre Julian Brandt. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Sie haben den Ball. Was können wir im heutigen Spiel von Sebastian Haller erwarten? Der kann seinen Körper einsetzen wie kaum ein anderer. Ganz schwer vom Ball zu trennen. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. War dann doch zu halbherzig. Vorne jetzt die Balleroberung. Das macht er gut. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste Tor machst. Wichtiger Treffer. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit und der Abschluss passt auch. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Emre Can. Und dann verlieren sie doch den Ball. Jetzt kann Heidenheim auf Außen versuchen. Süle klärt. Malen. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Hereingabe jetzt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht es. Steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. Den Ball will er nicht hergeben. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Er geht dazwischen.
Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Marcel Sabitzer. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht interessant. Emre Can. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Ball im Aus, gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Machen Sie konsequent da hinten. Oh, gehalten. Das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten. Das war eine Glanztat. Malen. Fairer Einsatz hier. Der Ballverlust jetzt. Da ist jetzt der Steilpass. Da ist die Flanke. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Ne? Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Jetzt ist er durch. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Wie Sie sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Jetzt Sabitzer. Jetzt die Flanke. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Da passt er auf. Brand. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Julian Brandt. Schönes Zuspiel hier. Drin ist der Ball. Führung beträgt jetzt schon 3 Tore. Sie legen noch einen drauf. Wollen hier gar nichts mehr anbrennen lassen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Chance. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Fairer Einsatz hier. Ein wichtiger Durchsager. Bitte helfen Sie uns an einem Kurzteam, wenn es möglichst keine Bürger zu verlassen. Helfen Sie mir, Benzema Baini. Danke. Brandt. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Klasse, wie er den hält, wie er das Tor verhindert. Stark gemacht. Und wir sehen es ja, der nächste Angriff. Jetzt müssen sie erneut aufpassen. Da hat er erst Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen. Dortmund wechselt. Die Nummer 26, Julian Reise. Neue Spiel, die Nummer 17, Marius Wolf. Freistoß kommt in den 16er. Da kann er erstmal klären. Volley genommen. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Da muss er hin und holt sich den Ball. Tim Kleindienst. Da ist die Chance. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Sie werden hier wechseln. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Neben auf dem Platz die Nummer 27. Erwin. Neue Demokratie. Benzema Baini. Wolf. Dortmund verliert den Ball. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Brandt. Fast das Tor. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.